Hi, ich bin Valentina und heute geht es um die Benutzerrechteverwaltung. Aber was ist das eigentlich? Naja, ihr nutzt euer Smart Home mit der ganzen Familie? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch, nämlich die Benutzerrechteverwaltung. Ihr habt nicht wie bisher, falls ihr eben schon ein Smart Home habt, die Möglichkeit, das Ganze über die System-PIN zu steuern, sondern jetzt könnt ihr wirklich gezielt verschiedene Benutzerrollen vergeben. Dazu aktiviert ihr in der Homatic IP App die Benutzerrechteverwaltung. Ihr selbst seid dann die Administratoren, das heißt, ihr seid wirklich die, die die ganze Installation betreuen. Und eure Familienmitglieder, wie beispielsweise eure Kids, sind dann eingeschränkte Nutzer, das heißt, die können wirklich nur noch das Haus betreten, Heizung einstellen und so kleinere Konfigurationen. Eure Ehefrau oder euer Ehemann ist dann der normale Nutzer und kann schon ein paar weitere Einstellungen vornehmen, aber eben nicht mehr das große Ganze. Das bleibt bei euch. Oder wenn jemand genauso fit in dem Thema ist wie ihr, könnt ihr auch noch wahlweise einen zweiten Administrator einrichten. Ansonsten habt ihr jetzt den Überblick in dieser Benutzerrechteverwaltung über alle Nutzer der Installation. Ihr könnt Rollen natürlich auch nachträglich verändern, das ist gar kein Problem. Aber so habt ihr eben alle in der Familie dabei. Und eure Installation ist trotzdem immer gleichbleibend sicher. Das war das Ganze jetzt mal einfach dargestellt und jetzt gucken wir uns das auch mal in der App an, wie das Ganze funktioniert. Ihr findet auf eurem Homescreen jetzt auch schon eine kleine Nachricht, wo eben steht, dass die Benutzerrechte deaktiviert sind. Wenn ihr auf Details geht, findet ihr auch noch mehr dazu und ihr könnt auch direkt in die Benutzerrechteverwaltung gelangen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das Ganze über Mehr, Einstellungen und dann Benutzerverwaltung zu aktivieren. Und dort geht ihr eben oben auf Benutzerrechte. Ihr seht auch, dass das Ganze gerade ausgeschaltet ist. Wir gehen einmal da rein und aktivieren das Ganze. Jetzt müsst ihr eine Administrator-PIN vergeben. Ich mache das jetzt hier mal ganz einfach. Und dann seht ihr auch darunter, wenn ihr diese eben eingegeben habt, den Wiederherstellungsschlüssel. Den solltet ihr euch auch auf jeden Fall abspeichern. Ich mache das jetzt mal ganz schnell als Screenshot. Ihr solltet euch den aber auf jeden Fall irgendwie sicher irgendwo hinlegen, irgendwo, wo ihr ihn wirklich wiederfindet. Wenn ihr jetzt eure Administrator-PIN vergeben habt, dann könnt ihr das Ganze aktivieren, indem ihr auf Fertig klickt. Ich kriege jetzt nochmal die Meldung, dass ich eine schwache PIN habe, aber das ist auch natürlich klar, wenn ich 1234 eingebe, dass das nicht so ganz sicher ist. Aber heute machen wir das einfach mal so. Ich bestätige das Ganze jetzt noch mit OK. Auch jetzt fragt ihr euch nochmal, ist denn alles gemerkt? Habt ihr die PIN gemerkt? Habt ihr den Wiederherstellungsschlüssel gemerkt? Und dann auf Weiter. Und schon sind eure Benutzerrechte aktiviert. Wir haben jetzt die Benutzerrechte aktiviert und wenn wir einmal zurückgehen, dann sind wir in der ganzen Übersicht von der Benutzerverwaltung. Wenn wir jetzt auf Benutzerübersicht klicken, dann können wir auch schon sehen, welche Benutzer es gibt in der Installation und welche Rollen diesen zugewiesen sind. Ich bin jetzt hier zum Beispiel Administratorin, das heißt, ich habe wirklich den vollen Zugriff auf die Installation. Aber wir haben noch einen weiteren Benutzer in der Installation und den sehen wir jetzt in der Funktion eingeschränkter Benutzer. Wenn ich auf den Nutzer klicke, öffnet sich ein Menü und ich kann eben auswählen, welche andere Rolle ich diesem Nutzer jetzt zuweisen möchte. In diesem Fall wäre das die Administratorenrolle oder die normale Nutzerrolle. Ich klicke jetzt einmal auf normaler Nutzer. Ich gebe nochmal meinen Administrationscode ein, bestätige das Ganze und schon habe ich das Gerät zu einem normalen Benutzer gemacht. Je nachdem, wie viele Familienmitglieder jetzt in der Installation sind, desto mehr tauchen hier natürlich auch in der Übersicht auf und ihr könnt die Benutzerrollen anpassen. Wenn ihr weitere Geräte in der Installation habt, wie zum Beispiel eine Alexa, würde die auch weiter unten auftauchen. Hier könnt ihr natürlich keine Nutzerrolle einstellen. Wenn wir auf Zurückgehen, haben wir auch noch die Möglichkeit, den Administrator-PIN zu ändern. Wir gehen einfach darauf. Jetzt wird nochmal der Administrator-PIN abgefragt. Ich gebe den jetzt einmal hier ein und bestätige das Ganze. Und jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit, eine neue Administrator-PIN zu vergeben. Ich gehe nochmal auf Zurück und starte das Ganze nochmal. Ich möchte die PIN ändern, gebe meine PIN ein. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, eben zu sagen, ich habe meine PIN vergessen. Und dann fragt mich die App eben nach dem Wiederherstellungsschlüssel. Den habe ich mir ja gut gemerkt, also kann ich den dann hier eingeben und über Bestätigen dann auch wieder die Administrator-PIN ändern. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wie man einen Benutzer vom normalen Nutzer zum Administrator macht und das geht folgendermaßen. Ihr klickt einfach wieder auf den Benutzer logischerweise und wählt dann die Benutzerrolle Administrator aus.
Auch das Ganze muss ich jetzt natürlich wieder mit meinem Administrator-PIN bestätigen. Jetzt seht ihr, dass die Person eben noch etwas anders dargestellt wird als ich. Und zwar mit einer gelben Umrandung um diesen Stern und einem Fragezeichen. Das bedeutet, dass der Nutzer des Geräts eben jetzt erst noch seinen Administrator-PIN vergeben muss, sich den Wiederherstellungsschlüssel speichern muss und erst dann kommt die Bestätigung in der App, dass eben diese Person jetzt auch die Administratorrolle konfiguriert hat. So, jetzt sehen wir, dass der Nutzer die Rolle definiert hat und eben auch Administrator ist. Jetzt kann ich das Ganze aber auch eben wieder zurücksetzen. Das heißt, wenn ihr mehrere Administratoren in einer Installation habt, können diese auch gegenseitig sich die Rechte eben wieder, ich sag mal, aberkennen. Aber ja, im Regelfall hat man ja eigentlich nur einen Administrator, der alles verwaltet und dann ja auch die normalen Nutzer oder die eingeschränkten Nutzer. Ich gehe jetzt nochmal auf die eingeschränkten Nutzer. Und wir blenden euch auch gleich nochmal ein, wie dort eben die Ansicht aussieht, wenn man ein eingeschränkter Benutzer ist. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal zur Benutzerrechteverwaltung. Ihr könnt, wie gesagt, eingeschränkte Nutzer einrichten, normale Nutzer und eben auch die Administratorenrechte vergeben. Wichtig, wenn ihr Administrator in der Installation seid, speichert euch den Wiederherstellungsschlüssel ab. Denn auch wenn ihr euer Handy mal verlieren solltet, dann habt ihr die Möglichkeit, über diesen Wiederherstellungsschlüssel wieder in die App zu kommen und eben euren Administrator wieder zu aktivieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne mal ein Like da. Und wenn ihr noch mehr über Smart Home erfahren wollt, dann könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Da findet ihr noch viel mehr interessante Videos zum Smart Home mit Homematic IP. Bis zum nächsten Mal!